Seit dem 1. Juli gilt in Bozen ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge. Wir Freiheitliche halten dieses Verbot für unsozial und wirtschaftsfeindlich, denn betroffen sind vor allem ältere, ärmere Menschen, Pendler und Wirtschaftstreibende. Begründet wurde dieses Verbot damit, dass man die Luftqualität verbessern will. Wir haben uns nun die neuesten Messdaten von der Landesagentur für Umwelt besorgt und wollen uns diese nun gemeinsam anschauen. Hier sieht man das Diagramm, welches den Wert vom Stickstoffdioxid anzeigt. Hier sieht man den 1. Juli, also Zeitpunkt, wo das Fahrverbot eingeführt wurde. Und wir sehen gemeinsam, es hat sich nichts verändert. Also in diesen 5 Monaten ist der Stickstoffdioxidwert völlig gleich geblieben und dieses Fahrverbot hatte offensichtlich überhaupt keine Auswirkungen. Genau dasselbe Diagramm gibt es auch für einen Feinstaub, das ich jetzt nicht mit habe. Aus diesem Grunde kann man es getrost sagen, dieses Dieselfahrverbot ist unwirksam und soll aufgehoben werden. Wir Freiheitliche fordern Schluss mit dem Dieselfahrverbot in Bozen.